So, da sind wir wieder mit Ellie für die Switch. Und wir befinden uns immer noch in diesem Keller von... beziehungsweise im Verlies. Dobo der Graue, was ist das? Was? Hm? Dobo hätte nie gedacht, dass sie es schaffen würde. Das ist sehr gut, glaubt Dobo. Vielleicht, denkt Dobo, vielleicht kann sie sogar den Schatz finden. Nee, aber Dobo glaubt sicher daran. Dobo wünscht dir eine gute Reise. Na gut, das ist die Schwester von dem anderen, wo wir gesehen haben, dass dass sie auf den Schatz zurückgegangen ist. Gucken wir mal, was hier gleich passiert noch. Wuppdiwupp. Nigga, what? So. Hier kommen wir auch längs, oder? Machen wir von der Seite rauf. Ah, die Brücke geht aber wieder runter. Hoch, das ist natürlich schlecht. Na gut, müssen wir natürlich irgendwann erstmal ein Kästchen finden. Da rauf tun können. Finden wir vielleicht einen hier? Oh! Ist so doll daneben gesprungen? Kann mir gar nicht vorstellen. Ah! Oh! Oh! Eieiei! Ah, da drüben ist der. Hier kann man auch weiter hüpfen. Oh nein! Ich wollte doch nur die Münze haben! So. Willst du hier hin? Nein, so. Oh. Ja gut, dann gib mir mal ein Kästchen. Und mit denen dürfen wir auch springen wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, das ist jetzt gar nicht so einfach, glaube ich. Denn ein falscher Sprung. Und wir landen sofort wieder am Anfang. So, dem Problem ist natürlich, dass wir hier... Okay, man darf nur nicht die Platten berühren. Dann geht das. So. Oh, jetzt muss man natürlich auch wieder hier erstmal längs balancieren. Was auch nicht so einfach ist. Oh. Eine enge Kiste hier. So. Aber jetzt. Oh nein! Dann fällt er da runter mit der Kiste. Ich glaub's nicht. Ich muss die ganze scheiß Kiste mal holen, ne? Oh nee, Leute. Das ist natürlich blöd. Das hätte man natürlich auch einfach... Oh! Das hätte man auch einfach haben können, indem man da nicht... Oh nein! Oh, bin ich da fest. So. Oh! Egal, macht nichts. So, nochmal. Das war ja echt bescheuert. War ja richtig bescheuert. Wir waren am Ziel. Oh Mann. Was im Hals hier ein Kratzen. Oh shit. So, jetzt aber. Super. Oh, warum. Ich hoffe, die Kiste bleibt trotzdem stehen. Ja, Gott sei Dank. Was sind denn für lustige Dinger hier? Die darf man wahrscheinlich auch nicht berühren. Gehen wir erstmal diesen kleinen Weg hier längs. Okay, dann geht's aber hier mal weiter. Na hier. Okay, da kriegen wir Schlüssel.
Jetzt muss ich mal einen Schluck Wasser trinken hier, du. So. Ich hab nur eine kleine Stärkung für den Hals. Mal gucken. So. Ja, jetzt müssen wir gucken, ob wir hier weiterkommen. Also brauchen wir hier mal eine Kiste und die müssen wir wahrscheinlich auch wieder hier hinschleppen über wehre Wege, wie man sieht. Hier ist schon mal ein Schlüsselloch, wollte ich gerade sagen. So. Ich laufe lieber so nicht, ist hier irgendwas. Aber hier ist auf jeden Fall ein. Da kommen wir irgendwo alles hin. Ja, dann mal rein. Oh. Wie bescheuert ist das denn? Da kann man hier überhaupt springen. Da kommen wir nicht, aber wir können da runter, oder? Okay, gehen wir hier durch. Oh, ja, wir haben getroffen, das macht nichts. Da haut er den Gong. Aber geht's hier heute? Alter. Wollen wir hinkommen? So. Okay, komm ich mal so. Ah, okay. Muss einen ganz schön weiten Weg gehen, nur um diese Schlüssel zu holen. So, das Schloss war ja gleich hier vorne. Bin ich mir ganz sicher, oder? War das nicht hier irgendwo? Genau. Und dadurch. Danke. Also es knackt ab und zu im Sound. Das liegt aber irgendwie nur in diesem Spiel. Das habe ich bei anderen Spielen, glaube ich, nicht. Also müsst ihr euch mal... Oder vielleicht höre ich das auch nur selber und ihr gar nicht. Weiß es nicht. Aber ab und zu finde ich, knackt es. Und irgendwie habe ich das bei anderen Spielen nicht gehabt. Aber hier schon. Weiß nicht, warum das so ist. Ob das Spiel kommt oder ob das von meiner Aufnahmekarte kommt. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Na gut. Müssen wir auch mal aus dem Kerker rauskommen langsam, oder? Oh! Dass ich das gerade gesehen habe. Gar nicht gesehen habe, meine ich. Oh nein! Ja, es ist mal so ein bisschen... Ist ein bisschen tricky hier auch, muss man zugeben. Wird nicht einfacher. Boah! Man weicht so ein bisschen aus, weil diese Dinge Klingen kommen. Muss er eigentlich gar nicht müsste, aber macht es trotzdem. Ah, so. So. Aber es ist ganz nett gemacht, dass immer zwischendurch diese Speicherstellen sind, weil sonst könnte das Ganze in Frust ausarten, das will man ja auch nicht. So, kann ich da runter? Gehen wir mal lieber außen rum und nicht in die Mitte rein, ich glaube, dann sind wir nämlich sofort tot.
wahrscheinlich nochmal das gleiche. Hier müssen wir dann runter einmal. Kommen wir nämlich nicht hier rauf. Das ist ja unschaffbar, da drin reinzufallen. Also, beziehungsweise, nicht unschaffbar. Wenn man, oh nein! Oh! Naja. Oh! Also, es ist, so eine kleine enge Kiste hier ab und zu, ey. So. Jetzt aber. Auf da. Da kann man auch wieder runter, sehe ich, ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man hier oben längs kann, genau. Also es sind ab und zu ein paar Blindsprünge so ein bisschen, ne? Findet ihr hier auch? Oh. Komm ich wohl nicht rüber. Wir können auf jeden Fall nicht längs, aber wir können hier rüber. Wir können darüber. Und wir können darüber. Aber wo können wir denn hin? Schon ein bisschen wehr hier. Okay. Oh. Okay, hier müssen wir ein bisschen, hier ist ein bisschen Timing gefragt. Okay, da geht die Brücke runter, die uns hier gleich wieder hochgeht. Wir können rüber hüpfen, ne? Ja, das geht auch nicht. Okay. Oh, ein paar Kisten, glaube ich. Was ist hier rum? Hier ist nichts. Okay. Teleportation! So, mit der Münze. So, gucken wir mal, wo wir eine Kiste hin sollen. Was ist, wenn ich mir noch eine von ihm wünsche? Dann nimmt er die weg, okay. Nicht viel Sinn. Okay, warte mal. Ja, das müssen wir gleich nochmal machen. Halt gleich ab wahrscheinlich, ne? Warte mal. Das können wir gar nicht schaffen. Dafür brauchen wir erstmal überall Kisten, sonst klappt das nämlich überhaupt nicht. Okay, aber dann müssen wir natürlich wissen, wie wir die Kisten irgendwo herholen. Kriegen wir die Kiste da drauf? Irgendwie bin ich gerade selbst auf dem Schlauch. Denn darüber werfen kann ich sie auch nicht. Oh, warte, ich kann. Doch, warte, jetzt habe ich eine Idee. Klappt das?
Das klappt natürlich, aber wie kommen wir jetzt darüber? Aber wir können halt hier rüberkommen, ne? Wir hier. Was der cool ist. Aber wenn ich den wegnehme, dann kann ich ja nur das eine Ding. Wir müssen mal einen anderen Weg hier unten runter gehen, gucken, ob wir noch was finden. Ach, da können wir gar nicht runter, okay. Weil die Brücke noch nicht da ist. Oh nein! Haben wir noch die Kiste da stehen? Anscheinend nicht. Doch. Gut, so, jetzt machen wir nochmal so. Okay, warte, wir suchen mal was. Okay. Weil irgendwas ist ja passiert jetzt gerade. Der Block ist ja hochgekommen. Und dann geht's da hoch, okay. Ah, okay, müssen wir natürlich einmal von ihm hier den Block wiederholen. Wenn es auch klappt, können wir uns das vorstellen. So. Für uns erstmal die Münze hier oben. Oh nein. Ah, so. Was machst du denn da? So. So. Und dann wieder zurück. Jetzt gehen wir die Brücke rüber. Und jetzt könnte er uns ja ein neues Ding teleportieren. Super. Aber dann haben wir beide auf. Das heißt, wir können hier einen drauflegen. Da drüben müssen wir nicht mehr hin. Und du kannst deinen neuen zaubern. Und den können wir hier hinpacken. Genau. Dich können wir jetzt nämlich da durchwerfen. Und mitnehmen. Oh, das ist was passiert. Sehr gut. Die Brücke runter. Ja! Ah, so ein kleines Schalterrätsel, ne? Okay. Welche Richtung sollen wir? Rechts oder links? Ich glaube links, ne? Oh nein! Ein Schritt zu weit! Alter. So, vorsichtig. Wollen nicht wieder runterfallen. Oh. So. Super. Oh, da steht wieder Dobo die Graue. Was ist das? Hallo nochmal. Dobo hat es bis zum Ende geschafft. Kein Schatz in Sicht. Vielleicht wundert sich Dobo. Freundschaft. War der Schatz die ganze Zeit? Dobo vermisst ihren Bruder Bobo. Ja, dann such ihn doch, Mann. Dobo wird zu ihm zurückkehren. Dobo vermisst die Sonne und Fische. Dobo wird das niemals vergessen, Freundin Ellie. Dobo geht jetzt. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Was ist eigentlich für komische Bewegung die ganze Zeit, Ellie, ne? Eine Dancerin ist sie. Ah, guck mal. Ui. Ja, super Schatz. Danke. War schön. Hey, wie geil ist das denn? Noch mal ein paar Münzen hier. Hey, Kristalle. Mehr hier drin? Nee. Gut. 894. Ich weiß gar nicht, wie viele Münzen wir jetzt insgesamt haben. 15, da können wir auf jeden Fall irgendwas Cooles kaufen, oder? Gehen wir von aus. So, auf geht's im nächsten Abschnitt. Ich danke euch fürs Zuschauen.
Aber ihr könnt natürlich mit mir noch mal kurz schauen, ob da irgendwas passiert im nächsten Abschnitt, gleich zu Beginn. Nicht, dass wir eine Cutscene übersehen, aber ich glaube, wir landen nur im neuen Abschnitt und die Cutscene kommt erst, wenn wir jemanden treffen. Frischer Wind zum Atmen. Zum Atem. Frischer Wind zum Atem. Atmen, würde ich sagen, ne? Ist natürlich cool, aber wenn man ja aus dem Verlies kommt, wird man dann ja eigentlich sagt, frischer Wind zum Atmen. Verlies war jetzt nicht so schwer. So, perfekt, der Schluss. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss. Okay.